Let's rock, baby. Let's rock und damit herzlich willkommen zu Devil May Cry. Oh, es ist endlich soweit. Hier ist noch nichts mit Story. Gehen wir schon mal ein bisschen ins Spiel, bevor das hier andauernd so ausartet. Verdammt! Two millenniums ago, there was a war between the human world and the other, the underworld. But somebody from the underworld woke up to justice and stood up against this legion alone. His name was Spartan. Later, he quietly reigned the human world and continued to preserve harmony until his death. He became a legend. The legendary Dark Knight, Spartan. Da hat ein Entwickler wohl Matrix angeguckt. Hallo, hübsche Blonde. Devil May Cry. I'm sorry, we closed at 9. Again, no password. I can't seem to get any real business. Whoa, slow down, babe. So entspannt wie ich nicht. Well, well, what do we have here? Nature calls? It's in the back. So, you must be the handyman who'll take any dirty job. Am I correct? Almost. I only take special jobs, if you know what I mean. You're the man who lost a mother and a brother to evil 20 years ago. The son of the legendary Dark Knight Sparta, Mr. Dante. Well, the way I figure it, in this business a lot of your kind comes around. And if I kill each one that comes, eventually I should hit the jackpot sooner or later. In that case, you should be used to this sort of thing. Are you really the son of the legendary Dark Knight Sparta? Didn't your daddy teach you how to use a sword? Sword. Time to go to work, guys. Even as a child, I had powers. There's demonic blood in me. What strength? You were the first one to know about my vengeance. It looks like I'm getting closer. It seems that way, but I'm not your enemy. My name is Trish. I came here to seek your help, to put an end to the underworld. What? Ach, kaum sieht die Dame aus wie die eigene Mutter, hat er Interesse. Was nun? 20 years ago, Mundus, the Emperor of the Underworld, resurrected. Mundus? Yes. His powers were sealed by Sparta. He's attempting to gain control of the human world once again. He has been preparing to open the gate on Malay Island. The castle is above this cliff. Come on, let's go! Ich nehme die Vordertür. Ist in Ordnung. Und natürlich mit Totenkopf auf der Tür.
Ja, der Grund, warum ich mich gerade eben so geärgert habe, als wir ins Spiel reingegangen sind, ist, weil ich noch ein bisschen mehr Anmoderation machen wollte. Ich habe gedacht, die lassen wir noch kurz ausfallen. So, hey, wollen sie wirklich neues Spiel starten, nicht Spiel laden oder irgendwie so noch eine kurze Frage, aber das Spiel hat mich überhaupt nicht gelassen. Ach, egal. Ich glaube, das passt einfach zu meiner Stream- und Aufnahmeart. Verpeilt wie eh und je, passt dir. Wir sind hier immer noch richtig. So, die gelbe Kugel, ein heiliger Stein, der Leben nach dem Tod wieder herbeiführt. Ist quasi die Jesuskugel. Wenn wir sterben, stehen wir wieder auf. Quasi um Checkpoint zu vermeiden oder Game Over. So, in diesem Spiel sind die Sachen herrlich versteckt. Moment, ich weiß zum Beispiel, dass da oben noch eine blaue Kugel ist. Vorausgesetzt, Tante kommt hoch. Ey, Tante. Och, Tante. Ach, das mit der Steuerung wird noch lustig. Ihr merkt, das Spiel ist herrlich gealtert. Ich meine, ihr seht das auch an den Cutscenes. Ich meine, sie konnten die Charaktermodelle und vielleicht die Umwelt so ein bisschen HD aufrüsten. Aber die Cutscenes, Pixel, ist wunderschön. Ich find's herrlich. Ich will die blaue Kugel. Das Ding ist, ich wollte eigentlich schnell durch die erste Mission gehen, weil... Ah, die Mission sind auch auf dem Timer. Je schneller man ist, desto besser die Wertung. Fragment der blauen Kugel, auch bekannt als Fragment des Lebens, macht aber nur ein Viertel des Ganzen aus. Im kompletten Endzustand kann es die Kapazität der Lebenskraft erweitern. Also quasi, wir sammeln 4 und haben größeren Lebensbalken. So. Ich komme später noch ein bisschen über die Details des Spiels zu urteilen, warum wir zum Beispiel auf so einer Insel sind und warum das Spiel so ist, wie es ist. Weil sie geben uns erst mal so einen kleinen Eingang in das Game und schauen uns nochmal die Burgmauer an. So, Auftrag 1. Fluch der Blutmarionetten. Heben Sie den Bann auf und öffnen Sie die verwunschene Tür. Ach ja, von den selbstautomatisch schließenden Türen jetzt selbstautomatisch schließende Steine. Wer kennt sie nicht? So, da hinten haben wir nochmal eine blaue Kugel, die habe ich direkt gesehen. Ah ja. So. Ah ja, stimmt. Fertigkeiten, die er hat. Wandsprung. Und wenn ich dann nach dem Absprung in der Richtung drücke, springt er in die Richtung. Komm. Bup. So. Und noch ein Fragment der blauen Kugel. So. Momentan haben wir noch einen einfachen Sprung. Es gibt später aber auch einen Doppelsprung. Dann normale Schwertkombo. Und Pistole. Das sind so die Waffen, die uns jetzt gerade am Anfang zur Verfügung stehen. Eine rote Kuh habe ich jetzt vergessen vorzulesen. Verdammt. quasi die Währung des Spiels. Aber braucht man auch, um durch die Level durchzukommen. Und wie ich gerade eben gemeint habe, mit der blauen Kugel, gibt es auch hier wieder ein Versteck für... Jawohl. Für noch mehr rote Kugeln sammeln wir hier noch alles ein. Das wird später noch durcheinander werden. Ich, weiß nicht mehr, wo die ganzen Sachen für die Rätsel waren, etc. Da kann ich schon anfangen zu plaudern. Das Spiel war ursprünglich mal ein Resident Evil Spiel, wie man vielleicht unschwer an der Burg erkennt. Resident Evil, sie spielen gefühlt alle Alten in der Burg oder in einer alten Mansion oder in einem alten verlassenen Herrenhaus, was auch immer. Und das hier ist auch als ein Resident Evil Teil gestartet. Allerdings war das Gameplay viel zu actionreich für ein Resident Evil. Und anstatt, dass sie daraus Resident Evil 4 machen, fanden sie das Konzept so cool, dass sie sich gedacht haben, jo, behalten wir das, wir machen daraus was Eigenes. Und das war die Geburt von Devil May Cry. Hauptsächlich war der Grund, weil man mit dem hier den Gegner nach oben schlagen kann und dann mit den Pistolen quasi in der Luft jonglieren kann. Das sehen wir nachher noch beim Kämpfen. Wir haben inzwischen genügend rote Kugeln, um durch die Tür zu kommen. Hier bezahlt man nämlich noch, um durch Türen zu kommen. So. Ein Raum in den nächsten. Ah, das ist der auch ein kleiner Abriss-Simulator. Wenn wir Sachen kaputt machen, werden wir dafür bezahlt. Halb Minecraft steckt also hier auch schon drin. Belohnungen fürs Kaputtmachen und Abbauen. Oh, hallo, eine Marionette. Es ist eine Marionette, die den Burgbewohnern ähnlich ist. Oder ähnlich sieht. Boah. Ich kann jetzt schon nicht mehr lesen. Wir haben gerade erst angefangen mit dem Let's Play. So, bevor die Ritterstatuen hier aufwachen und mich mit Sperren bewerfen. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. So, Dante, hoch mit dir. Sehr schön. Gute Kugel. Gute Kugel.
Kann ich hier noch ein paar Stühle kaputt machen? Nö. So, Marionette 2. Die Stufentrümmer blockieren, denn ich bin ja auch die Marionette. Was hast du da für mich? Ein rostiger Schlüssel. Der Schlüssel ist zwar verrostet, sollte aber trotzdem noch Türen öffnen. Am Ende bricht er ab und ich komme nicht mehr durch. Schlägerkerl. Yo. Okay. Das Ding lebt? Und hinter mir. Na dann, jetzt endlich aufs Fressbrett. Darauf haben wir doch gewartet. So, Million Step. Oh, verdammt. Komm, noch ein bisschen hier auslachen, ein bisschen taunten. Und juggle. Yeah. Ein bisschen Action-Gameplay direkt zu Beginn. Da freut man sich kurz, dass es läuft. Und dass man hier eine A-Wertung direkt beim ersten Gegnern bekommt. Und dann wird man halt direkt wieder Schaden einkassieren hier. Warum soll es doch immer schön und gut laufen? Finde ich frech. Naja, gehen wir zurück. Jetzt haben wir einen Schlüssel, jetzt kommen wir durch die nächste Tür. Das bisschen Schaden ist zwar blöd für die Wertung, aber was will man machen? Ah ja, das mit der Wertung ist übrigens wichtig, wenn man am Ende... Ist es der gleich? Ich sage euch gleich, warum die Wertung wichtig ist. Sie haben den rostigen Schlüssel verwendet. Ah, mehr Rüstung. Warte, gucken wir uns zuerst die Tür an. Hier steht etwas. Die 17 Marionetten sind meine Herren. Niemand tritt da hier ein, solange meine Meister hier sind. Alles klar, zuerst die Marionetten prügeln. So, noch ein Fragment der blauen Kugel. Huch, stimmt. Ich fühle gerade schon einen Move, den wir später bekommen. So. Das Spiel ist aufgebaut wie so ein bisschen so ein Kampfspiel. Wenn man die Angriffstaste in gewissen Abfolgen schlägt, gibt es verschiedene Kombos. Dreimal hintereinander ist so eine Standard-Kombo. Zweimal Pause und dann antippen ist dieser Million Step. Luftsprung und er macht den Helm Splitter. So, es hat übrigens später auch noch was anderes, andere positive Auswirkungen, Gegner zu verspotten. Sobald diese heilige Steine erworben haben, wird ihre Lebenskraft wieder hergestellt. Da kommen wir dann aber in ein, zwei Leveln dazu. Ich werde nochmal darauf hinweisen. Nein! Oh, ich konnte schnell genug springen. Momentan haben wir auch nichts an der Waffen als... Au! Das hat wehgetan. Einer der Spielmechaniken ist es, dass Gegner dich nicht angreifen, wenn sie außerhalb des Bildschirms sind. Wenn sie aber den Angriff anfangen zu machen und sie dann aus dem Bildschirm weggehen, dann führen sie den auch durch. Also am besten früh möglich die Gegner irgendwie in eine Richtung schubsen, dass sie dich nicht angreifen können. Ja, deswegen auch dieser ganze Luftkampf, der einen halt Vorteil verschafft, dass wenn sie halt unterhalb des Bildschirms sind, sie keinen Angriff starten und die Schaden machen können. So, in einer Reihe aufstellen. Oh Gott. Das habe ich nicht kommen sehen. Ich habe nicht gesehen, wann sie mich da... Mario hat mit Tier haben? Ist das überhaupt ein Wort? Ich glaube nicht. Ja, jeder von den Marionetten hat so eine andere Fähigkeit. Die dunkelblaue hat mich in eine Marionette verwandelt, die roten werfen. Die grünen bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube, die können alle die Messer so werfen. Vielleicht haben die auch alle dieselbe Fähigkeit. Ich habe das falsch im Kopf. Können wir nachher nachlesen. Ah, alle 17 Marionetten besiegt. So.
So. Hey, und das war schon die erste Mission. Auftrag erledigt. Benötigte Zeit 8 Minuten und 237 Kugeln. Rang C. Wichtig ist es, einen hohen Rang zu bekommen. S ist das Beste, D ist das Schlechteste. Ich habe jetzt C, ich war recht langsam. Ich habe viel Schaden bekommen. Ich glaube, ich habe auch relativ wenig Kugeln gesammelt. Dadurch habe ich jetzt nur als Ranglistenbonus 100 Kugeln bekommen. Je besser der Rang ist, desto mehr Kugeln bekommt man am Ende der Mission und damit kann man sich Sachen kaufen. Deswegen ist es so gut wie möglich, ist es besser, wenig Schaden zu bekommen, bessere Abschluss zu haben, damit man mit viel Geld rauskommt. Das Spiel ist alt und sauhart. Aber darauf gehen wir dann nächstes Mal ein. Gucken wir uns noch kurz an, ob es noch eine Cutscene gibt. Oder ob wir direkt die nächste Mission starten würden. Okay, hier ist dann die nächste Mission. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Auftrag 2 beim Richter des Todes. Bis dann. Bye bye. See you online.